Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Multimaps. So, wir hopsen mal schnell zu unseren Fahrzeugen hier. Den da. So, der Xerion kann losschnipsen. Was will der für einen Kurs? Hoffentlich habe ich den gespeichert. Ich hält. Feldarbeit, Kurs. Yep. Ist drin. Dauert eine Weile, bis er geladen hat. Na komm, lad schneller, so viel ist da gar nicht zum Laden. Es geht gerade nichts, er hängt. Ich kann nicht mal die Konsole öffnen, so ein Mist. Jetzt hat er's. So, er hat geladen und dann zack, schicken wir dich los. Am nächsten Wegpunkt, let's go. So, dann hab's mal hier raus. Machst du wunderprächtig, das brauche ich. Dich nicht, du gingst ja nicht so wie du solltest. Dafür haben wir uns ja ein anderes Gerät gekauft. So, haben wir uns den Schwerner in. Ach, 660 Arion. Ein kleiner. So eine Art kleiner Hofschlepper ist das jetzt. Aber wir müssen erst mal zum Hof schnipsen, der ist ja gleich nebenan. Uns ein Gerät holen, dann schicken wir dich vom Feld 9. Da sehe ich schon das Gerät stehen. So, komm, geh auf Technikhof 1. Mein sogenannter Haupthof ist das. So, let's go. Ich hoffe mal, die BGA nimmt dort oben Ballen, nicht dass man jetzt noch Dingsbums holen muss. So, 24 Stück gehen drauf. So, aber das ist. Das müssen wir mal umstellen. Und zack, so und so. Jetzt brauche ich aber dich hier. Feld 9. Zack und let's go. So, du müsstest aber dann gleich da ankommen. Du machst ordentlich, das ist gut so. So, du nimmst dann die Ballenpresse entgegen, und der andere da ist. Und der will irgendwie mit dem CP kommt in die klar. Da beißt die IC-Steuerung mit dem CP. Na, wo ist er denn der andere? Na, da ist er. Da ist er. Bin ich ja gespannt, ob der einen Ballenträger, also da einen Ballenträger mit verbaut hat. Hier ist er noch von der 9 entfernt. Trascher brauchen wir nicht. Also, ich werde höchstwahrscheinlich tauschen. Mit dem habe ich ein bisschen Probleme.
Also bei dem Gemüseansätze kommt da Mist raus. Du mähst noch über eine Stunde. Na, wo ist er denn? Ah, da ist er. Ich sehe ihn schon unten kommen. Noch nicht auf der Minimap, ja, aber noch nicht auf der Dings. Er müsste gleich auftauchen am Horizont. Er ist jetzt eingebogen. Da ist er doch. Da ist er doch. Da ist er doch. So. Ist am Feld neu angekommen. Kommst du ab, Übernehmer. Das ist ein Cobra übernehmen. Wie hieß die Serie? Gab es da mal so eine Serie? Wenn ich mich daran dunkel dran erinnern kann. So, schieben wir dich ein Stück zurück. So, zack. Feldarbeit, zack. Mähen. Zack. Nächsten Wegpunkt. Und Abfahrt einstellen. Er macht. Und let's go. Warte mal, ich muss noch mal kurz was bei dem Wunder regeln hier. Geschwindigkeit. Dem Feld gehen wir runter auf 2, so, sind zu schnell fährt. Ja, mäht auch ordentlich. So. Ich ja mal gespannt, was hier an Kohle zusammenkommt. So, wir sammeln erstmal die Ballen ein. Du soll das schon mal hier auf dem äußeren Ring sammeln, den Grasballen. Ich will mir überlegen, ob ich den aufschneide irgendwo. Aber vielleicht brauchen wir für irgendwas. Kümmern wir uns bei Gelegenheit drum. So, noch kommen wir mit dem mithalten. Auch noch so mal bei der Wintersammelphase. Zack. Und zurück.
So, sammeln wir erstmal bitte die Ballen ein, bis unsere Felder soweit reif sind. Oder unser Feld. Also, die Lehne sieht rein von Xiaoni. Dann werde ich mir bei Gelegenheit oben das Forstgebiet oben holen und schon mal anfangen Paletten zu produzieren. Ich muss schon mal genug Kohle für den Ponze haben. Wochen. Das sind schon 10 Ballen, da haben wir gerade mal jede Seite abgegrast. Und was jetzt der Super-GAU wäre, ist das Geballentrainer bis oben der verbaut. Das hoffe ich nicht. So, 15 haben wir schon drauf. 17 ist eine halbe Runde, also ein halbes Feld. Ich bin überlegen, wo ich das probiere, ob ich die ablege. So, 18 ist ein halbes Feld, eine halbe Runde von der ersten. Ich werde daneben erstmal abladen und dann gucken. Ich habe hier den starken Helfer mit drauf, also den Superman-Mod. Dann werden wir es mal testen, ob er es nimmt oder nicht. So. Jetzt sind wir schon eine Viertelstunde hier am Sammeln und haben es noch nicht mal voll geschafft. Ich weiß ja nie, ob da der Falk da ein Ballentrick unten eingebaut oder den Standard gelassen hat oben. Die Frage. So, zwei noch. Dann sind wir voll. Zack. Eine noch. Und Vollgas. Auf geht's zur BGA. Feld einfordern en masse. Mal gucken, wo die Einfahrt BGA ist. Hinten definitiv nicht, gucken wir mal vorne rum. So, Delay.
Mikrofon ist etwas nach Einfrock aus. Hier sieht es nach Einfrock aus. Was ist denn hier? Was rum? Technikhof 2 BGA. Sind die Unterstände? Ja, welche Beine war hier oben lassen? So, wo haben wir denn hier die Abfüllung? Wo sind die BGA? Sind die Klipschkugeln da hinten? So, aber ich gehe auf Nummer sicher. Ich werde mir hier hinten an die Halle, werde ich mir was setzen. Shop. Zack. Sind das Silos? Nein, das ist es. Diverses bestimmt, jawohl. Zack, Rundballenlager, Silage. So, jetzt muss ich bloß mal drehen um 180 Grad. Oder setzt sich an den Zaun, genau, setzt sich an den Zaun ran. Konnektiert mit einem anderen Objekt, oder? Ich muss mal ganz kurz was gucken. So, das Ausstand, zack und zack. So, und A. Ah, den aktivieren, den brauchen wir nicht. Ballen wir schneiden, haben wir aktiviert. Gut. So, jetzt müssen wir nochmal diverses Ballenlager. Ne, das ist Quader und Ballensilage. Ich werde hier 12 Stück hinsetzen. Die werde ich dicke brauchen. So. So, jetzt gehen wir schon mal hier auf Z. Uah. So, und Stopp und Z. So, jetzt zurück. So, ich muss mal ganz kurz den starken Helfer aktivieren. Ich will bis was testen. Superkraft an. So. Wir lagern. Nee. Einen aus. Bestätigen. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. So, hier ist die Triggermarkierung. Und er nimmt ihn nicht. Sondern er nimmt ihn nur da oben. Okay. Der macht auch fleißig weiter, wissen wir Bescheid.
So, ich komme aber erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.